Hallo und herzlich willkommen zum gut kultivierten Achterbahnbau hier auf RCT2 Germany. Mein Name ist MCE und wir spielen Let's Build a Theme Park. So, ja, vielleicht kleine Warnung vorweg. Es werden wahrscheinlich. Ne, wir müssen alles machen. Okay. Zum Zeitpunkt, als ich hier das Bild aufgenommen habe, war ich immer noch recht planlos, wie wir denn eigentlich weitermachen sollen. Ich habe es in der letzten Folge schon angesprochen, dass ich mir da nicht wirklich sicher war. Ich habe inzwischen einen Plan, das heißt, bis jetzt, also die Folgen 29 und 30 sind momentan schon komplett, was Bildmaterial angeht, komplett vorhanden. Das heißt, da wird jetzt wahrscheinlich noch nicht allzu viel großartig Neues passieren. Wir werden halt hauptsächlich im Dschungel weitermachen. Und deswegen jetzt schon mal so als Vorwegding, wenn ihr keinen Bock mehr habt, Pflanzen in den Wald zu setzen, würde ich euch empfehlen, die Folge hier zu überspringen. Weil wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, machen wir in der Folge nicht wirklich viel mehr als den Dschungel weiter fertigstellen. Ich glaube, in Folge 30 werden wir dann tatsächlich nochmal ein bisschen was anderes machen. Aber ich bin mir ehrlich gesagt, es kann auch sein, dass wir Ende dieser Folge schon zumindest kurz was anderes machen. Aber im Großen und Ganzen werden die nächsten beiden Folgen noch hauptsächlich mit der Fertigstellung des Dschungelbereichs aufwarten. Wenn ich jetzt mal, also wir werden hauptsächlich wieder Steine und Pflanzen setzen, um den Dschungel zu vervollständigen. Ab Folge 31 wird es dann hoffentlich, sofern ich meine Ideen mit künstlerischer Muse verknüpfen kann, wird es da dann hoffentlich mit ein bisschen was Interessanterem weitergehen. Andere Sache noch, heute ist Mittwoch, wenn die Folge rauskommt, dann war ich gestern, also am 15. Juli, war offizielle Skyscreen-Eröffnung mit Presse und allem drum und dran, und da war ich eingeladen. Nicht als unbedeutender Pressemensch, sondern als Parkmitarbeiter haben wir die Einladung bekommen. Und da werden Chris, Frausi und ich werden da hingehen. Und ich werde, wenn ich gestern Morgen nicht vergessen habe, durch meine Verplantheit die Kamera mitzunehmen, werden wir da, denke ich mal, ein bisschen filmen auch. Oder habe ich zumindest vor und Lust, so ein bisschen filmen, gerade Skystreamer fahren zu filmen oder so. Und also nicht während der Fahrt, nicht, dass ich die Kamera mitnehme oder so, wie man es will. Das überlasse ich den Profis. Aber so ein paar Offride-Shows machen und vor dem ganzen Party-Gedöns außenrum vielleicht auch noch ein bisschen was. Vielleicht darf ich sogar während der Wasserskishow, wir gucken uns zusammen die Wasserskishow an, nachts. Und vielleicht kann ich da auch noch ein bisschen Kamera draufhalten, ohne dass sich jemand gestört dran fühlt. Mal gucken, was dabei rauskommt. Wenn ich wirklich Videoaufnahmen machen werde, werde ich die, denke ich mal, irgendwann mal an einem Sonntag oder an einem Freitag, wenn ich nicht mit Two Boys von Park dran bin, raushauen. Werde ich daran teilhaben lassen. Aber wie schon gesagt, das ist jetzt momentan alles Zukunftsmusik. Jetzt direkt diesen Freitag wird es nicht kommen. Da habe ich zwischendrin einfach zu wenig Zeit, das zu schneiden, zu rendern, hochzuladen und so weiter und so fort. Aber dann, wenn es kommt, denke ich mal, der Freitag in 2 Wochen quasi, wenn Weizenfieber wieder dran ist mit Two Boys von Park, weil jetzt die Woche ist er dran, da habe ich aber keine Zeit, die Woche drauf bin ich dran, da wird es nicht kommen, weil das Two Boys von Park kommt, und die Woche darauf dann könnte das Video kommen, also quasi am 1. August. Vorausgesetzt, ich nehme auf, natürlich. Weil ohne Aufnehmen kann man natürlich auch kein Video machen, ne? Ganz einfach. Veröffentlicht. So, was wir hier machen, ist eigentlich recht simpel. Da braucht man gar nicht viel drum herum zu kommentieren. Das seht ihr ja selber per Augenkopf. Hauptsächlich jetzt hier am Kartenrand den Dschungel vervollständigen. Um die Atmosphäre besser zu gestalten oder so ähnlich. Das ist relativ viel Grün, was da dann hinkommt, und es ist
Rondanor wirklich nervig zu bauen, nervig zu gestalten zu gewesen. Im Endeffekt ist es halt im ganzen Themenbereich konstant dasselbe. Und jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte, weil ich so verwirrt war, dass ich da was anderes gemacht habe. Genau das machen wir in der Folge nämlich auch. Wir machen ein Ding hier, wir markieren uns mal so halbwegs Themenbereiche vor, zumindest, also wie gesagt halbwegs, deswegen ist es gestrichelt, es kann durchaus sein, dass ich das dann noch zur einen oder anderen Stelle so verschieben wird. Hier markiere ich mal so den Weg vor, aber ob der dann letztendlich so so das Licht der Welt erblickt, ist wieder was anderes. Ich habe mir überlegt, es ist vielleicht nichts Verkehrtes, wirklich mal vorher so grob die Themenbereiche abzustecken. Auch einfach um zu gucken, wie viel Platz ich denn habe und wie da dann die Themen, wie groß die Themenbereiche werden, etc. pp. Da können wir uns nämlich auch, wenn wir wirklich wissen, wie viele Bereiche wir denn noch maximal machen können. Es kann sein, dass ein paar gestrichen werden, um Platz, um die anderen zu vergrößern. Aber im Endeffekt seht ihr, wir haben jetzt hier 8 Felder, das heißt, wir können auch 8 Themenbereiche machen. Der 8. Themenbereich wird auf alle Fälle Borderlands. Und kann gut sein, dass da der 7. und der 6. noch ein bisschen mit beansprucht werden. Das, was ich jetzt mache, brauchte ich gar nicht zu beachten. Das war irgendeine betrunkene Dummheit von mir. Obwohl ich bei der Aufnahme nicht betrunken war. Und die Themenbereiche 3 sehe ich jetzt gerade. 3 wird der Ding, der Wikingerbereich. Und der Bereich drunter, ich glaube, das ist 5. Der zwischen Japan und der 3. Das wird, wenn ich das so umsetze, wie ich möchte, ein Skyrim-Themenbereich. Das habe ich mir überlegt, weil ganz einfach, genau 3 und 5, weil Wikinger sind ja nordisch, sind ja im Prinzip Piraten, aber halt nordisch, sprich skandinavische Piraten. Und Skyrim ist ja sehr, sehr stark an die nordische Kultur, an auch nicht Wikinger an sich, aber die ganzen Nordmann-Sagen und was weiß ich was, das ist ja alles in Skyrim mit drin und alles in dieser Welt mit drin. Und dann kann man da quasi einen riesigen Themenbereich draus machen, dass man eben der 5er Bereich Skyrim an sich wird und der 3er Bereich quasi so die Küstenregionen Skyrims, wo sich ja auch Piraten, sprich Wikinger und ähnliches Gesocks, oder dass ich jetzt Wikinger beleidigen wollte, herumtreiben. Und dann kann man das vielleicht so ein bisschen verbinden und da dann auch einen harmonischen Übergang schaffen, ist anders als zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, Spanien, Japan oder Spanien-Dschungel, wo es dann relativ knallig der Übergang ist, sag ich mal, kann man da dann zwischen einem Skyrim-Bereich und einem Wikinger-Bereich einen weichen Übergang darstellen, da es ja im Prinzip relativ ähnlich ist. Natürlich werde ich versuchen, da architektonisch und auch thematisch ein bisschen auseinanderzugehen. In der Küstenregion wächst anderes Gewächs als im Bergland. Die Wikingerhäuschen, nenne ich es jetzt mal, werden definitiv mehr skandinavisch gehalten, also sprich gerade diese Bilder, die man im Kopf hat, von rot-weißen Hütten oder sowas in die Richtung, wird dann im Wikingerbereich eher mal vorkommen, während Skyrim halt wirklich sich ähnlich wie der Dovahkiin Coaster, den ich damals im Allgäu gebaut habe, während ich da dann wirklich versuchen will, diese mittelalterliche Architektur, die halt im Spiel vorkommt, umzusetzen. Was dann an sich hoffentlich einen schönen Kontrast geben wird. Zum einen von der Vegetation, zum anderen von dem thematischen Ding an sich. Ja, aber das werden wir dann sehen. Ja, genau, das werden wir dann sehen. Yeah.
wo ich halt noch wirklich gucken muss, ist, dass ich dem Megacoaster, der dann letztendlich im Skyrim-Bereich umherspieren wird, dass ich den gescheit fertig baue, weil normalerweise bin ich nichts. Ich sag mal so, ich baue ganz gerne, überlege ich mir ein, zwei, drei Elemente, die ich unbedingt in der Bahn drin haben will, und verbaue die dann und verknüpfe die so ein bisschen. Aber so krass wie jetzt, dass ich quasi einen Turnaround habe, komplett ohne irgendwie den Anfang der Bahn zu haben, das habe ich noch nie gemacht. Oder noch nicht, dass ich mich dran erinnern könnte. Und da hoffe ich jetzt einfach, dass ich da mein Niveau halten kann und dass ich da wirklich guten Coaster auch hinstellen kann. Oder dass der dann, ich nenne es mal, die typischen Let's Play und die typischen, ja, einfach so diese typischen Krankheiten hat, dass man dann eben dieses eine Element hat und der Rest ist dann irgendwie dahin gewurstet. Das wäre ziemlich schade. Vor allem, weil ich finde, dass die anderen Rides im Park, sprich der Inverter, der Aero Coaster und der Mine Train, echt stark geworden sind. Also der Inverter gefällt mir richtig, richtig gut. Gut, die zwei Helixen am Ende, die sind ein bisschen ungewöhnlich, sage ich mal. Aber an sich hat der Coaster sehr viel Flow und gutes Pacing. Genauso wie der Aero Coaster. Auf den bin ich bis heute stolz, obwohl es nur ein ganz normaler Aero Coaster ist. Gut, aber mein Schild habe ich jetzt nicht arg viel falsch machen können. Das heißt, ich wollte jetzt gerade sagen, dass vielleicht der Mega Coaster dann die erste richtige Herausforderung wird. Aber das war der Inverter im Prinzip auch schon. Ich war noch nie gut im Inverter bauen. Außer Psycho, der war richtig gut. Muss ich mir selber auf die Schulter klopfen. Der Psycho-Coaster war echt nicht von schlechten Eltern. Meiner Meinung nach. Was ich auch gemacht habe, ich weiß nicht, ob ich da in der letzten Folge schon angefangen habe, drüber zu reden, dass ich die Farben von den Blumen ein bisschen wieder aufgemischt habe, da ein bisschen Orange mit reingebracht habe. Werde ich auch noch versuchen, noch ein paar andere Farben reinzukriegen. Damit der Dschungel ein bisschen farbenfroher wird und nicht nur dieses Violett und Orange, beziehungsweise früher war es ja nur Violett, das war ja noch schlimmer. So, bevor ich jetzt euch jetzt hier totschweige, nehme ich mir ein Stückchen Bier. Ich benutze vielleicht ein kleines bisschen viel von den hohen Palmen, die eigentlich für Strand oder sowas in die Richtung gedacht sind. Aber ich finde, irgendwo passen die hier gar nicht mal so schlecht in dieses Regenwald-Urwald-typische Gedöns rein. Sind leider von den Farben her sehr trist. Es ist dieses Grau im Stamm und dann dieses grün-grau oben in den Blättern, das macht das Ganze halt trist einfach. Das macht das Ganze irgendwo nicht. Weil es hier zum Beispiel die normalen Dschungelbäume, dieses saftige Braun und das saftige Grün, was da in den Dingern drin ist, und dann mit den anderen Palmen daneben dran, nimmt es da vielleicht wieder ein bisschen von dem Ding raus. Von der Farbenpracht, nenne ich es jetzt mal. So. Aber haben wir die Folge auch tot geschwätzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. In Folge 30, wenn wir weiter jonglieren und wenn wir auch auf jeden Fall mit dem Skyscreen-Bereich anfangen. Das weiß ich for a certainty. Und bis dahin, ich wünsche euch was. Haut rein, macht es gut. Und wir sehen uns dann am Montag.
Bis bald. Tschüss.